Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal im LS22 auf der schönen Karte Tilonga. Ja, wer die letzte Folge gesehen hat, der hat mitverfolgt, dass ich einen neuen Hof habe auf der Karte Tilonga. Das liegt aber daran, weil leider der alte Spielstand irgendwie auf dem PC gelöscht war oder ich konnte ihn nicht mehr wiederherstellen. Wie auch immer, deswegen habe ich diesen neuen Hof hier erstellt. Ein bisschen woanders, nicht an der gleichen Stelle, wo er vorher war. Und da habe ich dieses Durchfahrsilo schon mal gemacht, um natürlich ein bisschen Silage zu bekommen für die Kühe. Aber jetzt habe ich mir was anderes überlegt. Ich mache einfach Rundballen mit dieser schönen Göwall. Rundballenpresse. Und wer es noch nicht gesehen hat, hier in dem Glas, da kann man sogar das Innendisplay kann man sogar ändern. Ist das nicht der Hammer? Ich finde das den Hammer. So, nichtsdestotrotz sieht alles schön aus. So, hier ist der Hof. Und jetzt habe ich schon die Wiese gemäht. Hier ist nämlich das neue Lager und da können tatsächlich nur Rundballen drin gelagert werden. Das macht aber nichts, denn ich habe mir jetzt eine Rundballenpresse genommen. Die andere wieder verkauft und jetzt fahren wir mal schnell zu der Wiese, die ich schon gemäht habe. Ja, wer es hier sehen kann, den Boden, die Bodenanpassung hat noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Das werde ich noch mal ein bisschen ausbessern. Aber sonst ist das schon ganz gut geworden. Hier habe ich auch schon mal unseren Unimog geparkt mit dem Ballensammelwagen, sodass wir alles heute fertigstellen können. Siliermitteltank hat das Teil von Göwall hier auch. Und die Ballenkippe ist auch mit dran. Braucht man jetzt natürlich nicht, weil wir ja mit dem Ballensammelwagen unterwegs sind. Deswegen brauchen wir das nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Ballen mit dem Frontlader auflädt, ist es echt praktisch, das so zu machen. Ja, ich fahre hier ein bisschen hektisch vorweg. Ich hätte eigentlich, glaube ich, die Ballengröße mal ändern sollen. Die kommen mir recht klein vor. So, jetzt sind wir hier schon mal wieder ein bisschen weiter gefahren. Man muss immer aufpassen, dass man natürlich die Ballenpresse, wenn er voll ist, dass man kurz anhält, damit dann der überspringt in den Ballenwickelmodus. Die anderen Stellen der Bahn, die werde ich hier gleich nochmal einfach nochmal drüber fahren, das ist nicht so schlimm. So, wie immer gilt natürlich, wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Oh, jetzt haben wir schon ein, zwei Ballen fertig. Dann kann man die nämlich schön ins Ballenlager machen und dann haben wir später immer Silageballen für die Kühe. Ist natürlich auch Arbeit, wenn man hier rüberfährt und die ganzen Ballen gewickelt werden müssen, aber finde ich ein bisschen angenehmer. Zumindest wenn man jetzt alleine hier fährt, als wenn man durch Silo fährt, ist mal ein bisschen was anderes, Siloballen zu machen.
Ja, wir kommen ja schon doch schon einige kommen hier zusammen. Oh, wieder ein Stück zu weit gefahren. So, das sieht schon ganz gut aus. Wie viele Ballen haben wir denn hier bis jetzt? 2, 4, 6, 8, 10, 12 Ballen mit dem 13 Ballen. Ja, das ist doch schon ganz gut. Jetzt liegt hier einer im Weg. Da fahren wir mal ganz galant dran vorbei, so gut es geht. So, jetzt nehmen wir das Stück Bahn hier auch nochmal mit. Dann können wir hier hinten auch gleich noch mal rumfahren. Da ist auch noch ein Stück, was wir vergessen haben. So, im großen Bogen fahre ich hier noch mal. Schon wieder zu weit gefahren. Ah, man muss ein bisschen auf das Piepen achten. Das bringt einem schon einiges. Ah, mir gefällt diese Presse von Göwal. Die ist echt gut gelungen. Haben sie echt richtig gut gemacht. So, eine Bahn noch, dann können wir die Ballen einsammeln und dann könnt ihr mal das neue Ballenlager auch mal begutachten. Mal sehen, wie das aussieht. Ich habe das auch noch nie benutzt. Ich habe das auch erst auf den Hof gebaut. Ich kannte das vorher auch noch nicht. Deswegen ist es auch für mich eine Neuheit, nicht nur für euch. Aber ich denke mal, das wird ganz manierlich aussehen. Ist halt ganz witzig, weil das nur für Rundballen ist, was ich aber nicht schlimm finde.
her kann man das doch benutzen. So, jetzt kriegen wir den letzten Ballen gar nicht mehr zusammen. Na, vielleicht mit den letzten Reste noch runterkratzen von der Wiese, dann kriegen wir die jetzt vielleicht noch zusammen. Oh, ich denke mal schon, dass die sind ja relativ klein. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Oh, nicht, dass wir hier noch gegen die Ballen fahren, Mensch. Ja, gucken wir mal, ob noch irgendwas hier rumliegt. Oh, das ist so Kleinigkeiten. Damit kriegen wir den wohl nicht voll. Aber das macht auch nichts. So. Den stellen wir hier mal ab. So, Motor aus. Dann steigen wir mal aus, gehen in den Unimog. So, dann machen wir den mal auf. Arbeitsstellung. Dann sammeln wir hier mal die Rundballen ein und bringen sie zum Lager zurück. Mann, da passen aber viele rauf. Das ist aber heftig. Ich glaube, die müssten wir alle mitkriegen. Ich glaube, 24 Rundballen gehen da drauf. Eine ganz schöne Menge. Das sollte man eigentlich hinkriegen. Oh, ich glaube, das wird knapp. Mal gucken. Oh nee, das sieht doch ganz gut aus. Wie viel haben wir noch? 5 Stück noch. Ah, die kriegen wir ja leicht mit. 14 sind, da zeigt es unten an. Das ist natürlich genial, ne? So, die letzten beiden noch und dann. Na, das war ein bisschen gut gedacht. So, jetzt sind wir fertig. So, jetzt könnt ihr den Unimog auch mal von innen sehen. Nichts Spektakuläres. Alter Unimog eben, ne? Oh, wir wollen mal den auf Transportstellung machen. So, jetzt düsen wir hier mal zurück zum Hof. Oh, hier ist Holperstraße. Holper, die Holper, die Holper. So. Mal gucken. So, dann sind wir hier. Am neuen Kuhstall. Und da hinten sieht man auch schon das Lager. So, jetzt
So, jetzt mal sehen. Z. Man soll das ja hier abladen. Mal gucken, ob das funktioniert. Sollte ja eigentlich gehen, ne? Ah, guck mal. Das sieht ja schön aus. Hier hinten sind die jetzt schön gelagert. Schön an der Wand. Oh, da geht aber eine Masse rein. Alter Schwede. Okay, gut. Dann wissen wir auch mal, wie das hier mit dem Lager funktioniert. Krass, hier geht richtig was rein. Also da kann man ordentlich Ballen lagern. Wenn man überlegt, die Halle, boah, da sind vier so eine Abteile. Okay, so, das kann erstmal ein bisschen vor sich hingären. Dann würde ich sagen, das soll es erstmal gewesen sein für die heutige Folge. Wenn ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.